Hallo und herzlich willkommen, liebe Brunberg-Freunde. Mein Name ist Michael Fröde und heute möchten wir euch gerne unseren Bereich LED-Module etwas näher rüberbringen. Gerade zielgerichtet für den Lichtplaner, aber auch genauso ganz klar fürs Elektrohandwerk und für den Handel. Ja, liebe Brunberg-Freunde, zielgerichtet heute sprechen wir über unsere LED-Moduleinsätze. Wir sind bekannt im 68er Spot. Haben mittlerweile ein sehr großes Produktportfolio, sind Lichtlösungspartner für Generationen. Ja, unsere klassischen Einsätze, die wir hier vorfinden, ist das MR16, 51 mm für die Spot-Variante. Da bieten wir verschiedene Leistungspakete an, und zwar von 3 Watt, 6 Watt, 9 Watt und 12 Watt. Wir haben hier mal einen Auszug vorliegen, wo wir Produkte vorstellen. Und zwar die klassische 3 Watt Variante bieten wir an in 4 Lichtfarben. Wir haben unter anderem direkt für euch als Information unsere Lichtleistungspakete in Olm-Dateien verpackt, dass ihr sowohl mit unserem Relux-Partner, aber auch mit Dialux Lichtberechnungen erstellen könnt. Das ist relevant. Ebenfalls ist bei uns im Katalog und auch genauso auf dem Produkt direkt im Datenblatt alle lichttechnischen Daten angegeben. Das heißt, die Vermessungsdaten in der Einbrennphase, dass wir hier bei 3 Watt, 38 Grad, 2700 Kelvin bei 560 Lumen liegen. Ja, ich packe das Produkt mal aus, dass wir uns das näher anschauen können, denn wir haben Folgendes: Wir haben in diesem Produkt keine Elektronik verbaut, wir haben rein nur den Halbleiter, ein Kühlgehäuse für die Wärmeabfuhr, denn das ist ganz relevant, und wir haben einen Abstrahlwinkel von 38 Grad, eine Klarscheibe davor, da schützen wir die LED und schützen auch den Reflektor von den Fingerabdrücken. Ein Produkt, was auch unter anderem ganz wichtig von unserer Seite her wir auszeichnen und damit auch untermauern, 5 Jahre Systemgarantie mit dem passenden Betriebsgerät bei einer Betriebszeit von 365 Tagen à 24 Stunden. Das ist eine Hausnummer und dafür stehen wir zu unserem Produkt. Inbetriebnahme. Es gibt zwei Möglichkeiten. Und zwar folgendes. Wir bieten einmal unser Plug-and-Play-Kabelstecksystem an. Das heißt, ein Betriebsgerät ist direkt im Auslieferzustand mit einer Anschlussbox, die ihr mitbestellen könnt. Ich werde einfach nur die Bereiche anschließen in der klassischen Reihenfolge, Reinschaltung. Ich mache nichts verkehrt. Aber genauso auch vor Ort beim Projekt, zielgerichtet fürs Elektrohandwerk, ihr könnt auch Vago-Stecklampen verwenden. Jetzt nehmen wir das Ganze einmal in Betrieb und sehen, was 3 Watt mit 2700 Kelvin für eine Lichtwirkung erzielen kann. Ja, bei dieser Variante bieten wir auch weitere Lichtfarben an, wie beispielsweise 3000 Kelvin, genauso auch 3500 und 4000 Kelvin, je mit den ganzen gemessenen Daten. Unsere gesamten LED-Einsätze sind in CAI vermessen worden, also das ist auch ein relevanter Hinweis für euch als Lichtplaner. Ja, was wir neu haben, sind auch LED-Einsätze im MR16-Paket mit verschiedenen Abstrahlwinkeln von 18, 24 und 60 Grad. In den gewünschten Lichtfarben bieten wir Disc-Einsätze an. Gerade für Lichtplaner, die ein Produkt ins richtige Licht fokussieren wollen, ist das perfekt. Ich zeige Ihnen mal eins, wie das Ganze aussieht, auch wie hier in unserer klassischen Manier ein großer Kühlkörper, der sich ansetzt bei dem 3 Watt Produkt her. Wir haben vorne einen Disc-Einsatz mit den 18 Grad. Ich schließe es mal an und dann haben wir die Möglichkeit, uns auch direkt das Lichtbild einmal näher anzuschauen. Und ihr seht, wie fokussiert das auf meinem T-Shirt leuchtet, wie fokussiert das drüben an die Wand geht, und gerade das ist perfekt für das Produkt ins richtige Licht zu fokussieren. Ja, das zu den Disc-Einsätzen. Wir haben eine höhere Leistungsstufe, auch mit 13,8 Watt. Hier haben wir 1080 Lumen. Also das nur mal für euch ganz kurz zum Vermerk bei 3000 Kelvin. Wir gucken uns auch einmal das näher an, wie die Lichtleistung wirkt bei diesem Produkt. Ihr seht auch hier, wir haben einen größeren Kühlkörper hinten aufgesetzt, verschuldet der Leistung gegenüber, dass wir auch ein perfektes Thermomanagement dem Produkt gewährleisten können. Relevant ist immer, dass das Betriebsgerät spannungsfrei ist, wenn ich die Produkte anschließe und wenn ich sie auch wieder von dem Plug-and-Play-System her löse. Immer das Betriebsgerät spannungsfrei. Das nur mal nebenbei für das Elektrohandwerk. Das ist ganz wichtig, denn wir sind im Schutzkleinspannungsbereich und gerade ein paar Milliampere machen schon einiges aus. Gucken wir uns einmal die hohe Leistung an.
wenn wir schon drüben sehen auf der Wand, 38 Grad Abstrahlwinkel, 1080 Lumen bei 3000 Kelvin. Das ist eine solide Leistung. Hier habe ich die Möglichkeit, bei größeren Räumen, bei höheren Räumen mit einer höheren Lichtleistung auch perfekt zu arbeiten. Ganz klar auch dimmbar. Das ist machbar über Phase 1 bis 10 Volt, DALI, ZigBee oder Kasambi. Lässt alles zu. Ich habe ja davon gesprochen, dass ja unsere Produkte im CAI gemessen sind. Nur mal so nebenbei als Information, die sind alle höher über 80. Das ist ein relevanter Punkt. Was höher liegt als 80 und höher als 90 liegt, das ist unser Produkt Sunlike. CAI höher 97. Und wir haben hier 12,5 Watt Leistung. Ja, den gucken wir uns einmal an, denn 12,5 Watt Leistung, ihr seht es auch schon von der Verpackung her, er baut sehr groß auf. Er hat ein großes Kühl-Thermomanagement, hinten aufgesetzt, auch wieder hier elektronikfrei. Wir schließen das Ganze einmal an und gucken mal, welche Farbwiedergabe wir bei dem Produkt dann vorfinden. Ja, wenn ich von der Farbwiedergabe spreche, geht das zum Helligkeitsverlust etwas, und zwar liegen wir da nicht so ähnlich wie bei 1080 Lumen, sondern wir liegen hier bei 970 Lumen. Umso höher der Farbwiedergabenindex liegt, umso etwas niedriger ist dann wiederum die Helligkeit. Aber das tut dem Ganzen nichts zur Sache. Wir gucken uns einmal an, wie das Produkt wirkt mit seinen 38 Grad und vor allem mit seiner Farbwiedergabe. Vielleicht ist es relevant, wenn wir da einmal kurz auf den Katalog schauen und das ins richtige Licht setzen. Vielleicht können wir dadurch erkennen. Ansonsten tut uns den Gefallen, bestellt das Produkt als Muster einmal zur Ansicht oder über den Außendienst einmal in der Bemusterung näher besprechen. Wenn wir bei 350 mA Konstantstrom sind und MR16 kleine Spot-Einsätze besprochen gehabt haben, haben wir auch noch ein Produkt, das QR1L Format, und zwar mit 111 mm Durchmesser auf 700 mA. Das gucken wir uns jetzt gemeinsam einmal an. So, QR111, ich habe da mal was vorbereitet für euch. Und zwar sprechen wir auch über diese Baugröße, wo wir verschiedene Leuchten dafür auch anbieten. Wir haben drei Abstrahlwinkel, und zwar einmal 18, 30 und 50 Grad. Ich habe hier ein Muster vorliegen, und zwar einmal Sunlike, ebenfalls in der Farbwiedergabe CRI Höhe 97. Wir bieten auch noch Dim-to-Warm an, das ebenfalls mit 700 mA. Und dann haben wir die Einsätze auf Konstantstromebene mit 1050 mA, wo wir von 2700 bis 4000 Kelvin auch den Abstrahlwinkel von 18, 30 und 50 Grad anbieten. Ja, bei dem Konstantstrom mit 1050 mA Ansteuerung liegen wir bei 31 Watt, CRI Höhe 80, und einfach mal als Beispiel 2700 Kelvin, da liegen wir bei ca. 3150 Lumen. Die sind ebenfalls auch bei der gesamten Produktfamilie Q11 in euren Dateien hinterlegt, und so könnt ihr wieder mit Relux oder mit Dialux optimale Lichtberechnungen eingehen und könnt ebenfalls auch den Abstrahlwinkel bestimmen. Gucken wir uns einfach mal das Produkt Sunlike in Q111 an. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Und wir schauen uns einmal das Produkt an mit 50 Grad Abstrahlwinkel, eine sehr hohe Lichtleistung. Ganz klassisch auch wieder mit dem galvanisierten Reflektor mit 50 Grad. Ja, Sunlike mit 700 mA und Dim-to-Warm auch in Q111 mit 700 mA. Dim-to-Warm, ihr kennt das vielleicht. Wenn nicht, zeige ich es euch nochmal ganz kurz anhand unserer Tafel, und zwar einmal angemacht. Ihr seht meine Hautfarbe, sehr angenehm bei 1800 Kelvin, und ich drehe es nach oben und ihr seht, ich gehe in die höhere Lichtleistung und komme bei 3000 Kelvin an. Das ist ebenfalls auch mit Q111 machbar, ganz klassisch Phase, DALI, ZigBee oder Kasambi. Was wir uns jetzt anschauen werden, ist MR16 51 mm auf 24 Volt DC Parallelfeld. So, 24 Volt, hat man so ein bisschen noch wieder vorbereitet. Gerade Parallelvertragung 24 Volt, das bieten wir auch etwas an. Und zwar haben wir da einen Einsatz mit 2850 Kelvin, 900 Lumen bei einer Systemleistung von 8 Watt. Abstrahlwinkel 60 Grad. Wir bieten das deswegen einfach an, weil in vielen Projekten hin und wieder auch einmal die Anforderung gestellt wird, nicht Konstantstrom in der Reinschaltung, nein, Parallelvertratung. Da
da müsste man eine Lösung nochmal finden, wo eine gewisse entweder Vertragung beibehalten bleibt oder halt durch technische Anforderungen der Versorgung. Daher bieten wir dieses Produkt einmal an. Ich nehme es einmal in die Hand und ihr seht also auch da ein vernünftiges Lichtbild, auch da wieder alle euren Dateien vorhanden für eine optimale Lichtberechnung, die ihr einsetzen könnt. Kommen wir zu einem weiteren Thema in dem Bereich LED-Module, und zwar, weil wir hier gerade in der Parallelvertratung sind, auf das Thema dynamisches Licht Tunable White. Ich habe mal ein bisschen wieder was vorbereitet für euch, und zwar das Thema Tunable White. Das ist ganz klar heutzutage ein Produkt, wo viele Anwendungen vorfindet, ob das zu Hause privat ist, im Bad, ob das im Geschäftsleben eingesetzt wird, darüber haben wir ja schon berichtet. Es geht heute um den Fokus, dass wir das LED-Modul einmal vorstellen, denn 51 mm mit über anderem einem Kaltlichtspiegelreflektor, 60 Grad Abstrahlwinkel, eine Glasscheibe ist davor, aber auch unsere verschiedenen Ansteuerungsmodule, die wir ebenfalls anbieten. Das Netzgerät dazu und das Produkt. Ja, das Produkt bringt halt, sagen wir, knapp 700 Lumen in der Lichtfarbe von 6500 Kelvin haben wir das Produkt vermessen. Also Eulendateien liegen ebenfalls vor. Für die Lichtberechnung ist das relevant, aber das Produkt haben wir zu sehen, wie es funktioniert, haben wir uns einmal gedacht, wir nehmen diese klassische Fernbedienung, die wiederum mit der Ansteuerung hier funktioniert. Sie können auch ganz genauso gut auch andere Module verwenden, von klassisch DALI 1 bis 10 Volt. Ist vieles offen und auch machbar. Gucken wir uns das Ganze einmal an. Wenn man das einmal einschaltet, jetzt hier in der klassischen Lichtfarbe 6500 Kelvin und wir fahren jetzt den Farbort auf eine wärmere Farbnuance auf 2000 Kelvin. Passend dazu auch ganz klar lineare Flexbänder. Das haben wir ja ebenfalls auch bei unseren Weißlichteinsätzen ebenfalls im Portfolio. Und da haben wir wieder was vorbereitet, denn wir gehen jetzt in Dim4Color rein mit RGB in WW verbunden. Ja, was haben wir hier aufgebaut? Ich habe einmal folgendes mir überlegt, und zwar ganz klassisch unser MR16 Einsatz Dim4Color, aber genauso gut auch ganz klassisch, was wir im Paket mit haben. Wir haben eine Steuerung mit dabei, die wir hier vorführen, das Mastergerät in Verbindung, wo ich mich entscheiden kann für eine Tischfernbedienung bis hingehend zu einer Fernbedienung, oder auch hier bei Dim4Color haben wir sogar ein klassisches Wandpanel. Was wir euch hier zeigen, ist einmal die 2850 Kelvin, der reine Weißlichtton, der jetzt hier 100% hochgefahren ist, bei 285 Lumen. Wir können jetzt uns weitere Farben dazu mischen, wir können auch Weißlicht rausnehmen und ich mache einfach mal Blau, Grün und Rot mit an. Ihr seht, das ist das klassische RGB-Weiß. Ihr seht immer noch Farbnuancen auf der reflektierenden Fläche. Also, wie gesagt, dafür ist das Produkt ideal, dass ich hier direkt mit dem reinen Weißlichtbereich auch arbeiten kann. Ich kann mir eine Farbe in diesem Farbrad auswählen, die ich jetzt ganz gerne haben möchte. Und zusätzlich seht ihr oben Ziffern 1, 2, 3, 4. Ich habe die Möglichkeit, bis zu 4 Zonen, also eventuell noch ein Flexband mit einzubinden, weitere Räume mit einzubinden, um eine Anlage zentral hierüber zu bedienen. Klassisch ins 68er Lochmaß. Passendes Netzgerät mit dabei, die Mastersteuerung, wo die Leuchten angeschlossen werden. Insofern eine runde Geschichte. Zu guter Letzt von unseren gesamten LED-Modulen kommen wir natürlich auf das Thema auch zu sprechen, Vitalit. Denn wir haben jetzt gerade durchgenommen gehabt, Weißlicht, Dim to Warm, Tunable White, Dim4Color und auch hier das Thema Vitalit nochmal speziell aufzugreifen. Ja, der QALF 38 Watt, 1300 Lumen liegt hier dabei. Dann haben wir unter anderem auch den 12 Watt MR16 Einsatz im Portfolio. Das Ganze ist hier in der Box, die ganze Elektronik. Ansonsten werden die Halbleiter Konstantstrom betrieben. Das heißt, hier schützen wir und trennen wir ganz klar Wärme und Elektronik. Wir haben hier ein Kabelstecksystem vorbereitet. Das Ganze ein bisschen einfacher und aktiver zum Ansteuern und zum Vertraten. Das ist ein Thema, denn wir haben Flexbandlösungen mit im Portfolio und wir können uns hier komplett wieder der klassischen Gebäudetechnik koppeln, anbinden mit diesem System. Wir kriegen mit Vitalit alle Farben realisiert und das ist gerade so spannend. Aber für dieses haben wir
ein spezielles Video noch einmal, wo es rein um dieses Produkt hergeht, wo wir über Lichtfarben, Lichtwirkung reden und auch den Systemaufbau. Es war einfach nur ein kleiner Auszug, um euch so ein bisschen das Ganze schmackhaft zu machen, wie Vitalit funktioniert. Ja, liebe Brombergfreunde, darum ging es bei diesem Video, um unsere LED-Module. Was bieten wir an im MR16 und Q11 Paket, vom klassischen Weißlicht bis zum dynamischen Licht? So ein bisschen die Ansteuerung angesprochen, aber ganz relevant für unsere Lichtplaner waren, dass wir unsere On-Dateien sauber hinterlegt haben, die lichttechnischen Daten hinterlegt haben, damit Lichtplaner und auch genauso ihr da draußen zielgerichtet das vernünftige Licht in den vier Wänden planen könnt. Insofern vielen lieben Dank. Alles Wissenswerte findet ihr auf unserer Homepage www.brombergfreunde.com. Ruft uns gerne an. Ich sage vielen lieben Dank im Namen unseres Teams und wünsche euch alles Gute.